Guten Morgen, liebe Mitreisende. Es ist wieder Dienstag. Und Dienstag fängt bei uns eine neue Woche an. Wir sind jetzt in Woche 12. Ist das der Hammer? Wir haben jetzt 5.829 Kilometer in den letzten 11 Wochen zurückgelegt. Sind jetzt bei 71 Grad Nord angekommen. Hinter mir die Barentssee. Da hinten kommt dann nur noch Eis. Da kommt nichts mehr. Also, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und euch noch nicht langweilig geworden ist mit uns dreien. Und wünschen euch viel Spaß in Woche 12. Hoffentlich wird es genauso cool wie die letzten Wochen. Das Wetter ist auch mal wieder gnädig mit uns. Wir haben jetzt schon 3 Tage lang so blauen Himmel. Wir können es gar nicht glauben. Hoffentlich bleibt das ein bisschen so. Aber ich gucke hier nach vorne und da kommt irgendwie so eine Wolkenfront angewandert. Ich hoffe, die will nicht zu uns. Das sieht nicht gut aus, weil das hängt ganz schön tief. Also quasi direkt auf dem Wasser. Nein, nein, nein. Nicht, dass es hier gleich den Berg hochgequollen kommt. So, jetzt bin ich gerade einer meiner morgendlichen Tätigkeiten nachgegangen. Müll von anderen Campern sammeln. Also hier gibt es jetzt 15 Zigarettenkippen weniger, einen halben Tennisball weniger und ein Ohrenstäbchen weniger. Der Platz sieht also besser aus, als wir gekommen sind. Warum ich Zigarettenkippen sammle? A, weil das scheiße ist, wenn ihr die in die Landschaft werft. Und B, damit die Leute nicht denken, das sind meine. Weil ich stehe hier und rauche und dann kommt einer und sieht, dass hier alles voller Kippen liegt und denkt, ich bin der Arsch, der die hier alle hinwirft. Bin ich aber nicht. Ich habe einen Aschenbecher. Wie ihr seht, haben wir Bombenwetter, aber doch nicht so einen Solareintrag. Und da wird es vielleicht nach 3 Monaten doch mal Zeit, die Dinger zu putzen. Alles gut da oben? Alles super. Eigentlich hat Stefan Höhenangst, aber das macht man nicht alles für den Flo. Wie ist die Luft da oben? Mr. Mom. Mr. Mom, ja. Sehr gut. Ja, Stefan macht sowas auch ordentlicher, muss ich sagen, wenn er da erstmal bei ist. Deswegen hat er das, glaube ich, auch gemacht. Und was? Das war nicht die Welt, aber 100 Watt mehr. Oh. Ja. Über die Zeit macht das auch was aus, ne? Das ist mein Notebook. Ja. So. Also hat es sich ja gelohnt. Ja, also ich war noch nicht so dreckig. Ich war noch ein bisschen staubig. Ja. Heute haben wir schon 1350 Wattstunden eingenommen. Also 1,35 Kilowatt. Das ist eine Menge, würde ich sagen. Das ist nicht so schlecht, ja. Zuletzt hatten wir vor 9 Tagen 1,5 Kilowatt. Und dann war ja nicht mehr so viel mit Sonne. Also heute sind wir schon gut dabei. Pro MPPT. Also das andere macht auch 1,3 Kilowatt. Das heißt, da wir 2 MPPTs haben, auf denen wir jeweils 3 Solarpaneele hängen, zählt er das hier in der App nicht so gut zusammen. Da kannst du ja halt für jedes angucken. Und das hier hat auch 1,36 Kilowattstunden heute gemacht. Das ist, man kann hier an dem Verlauf sehen, wie das Wetter war in Norwegen. Oh ja. Es sind 2 Tage eigentlich gut und dann 2 Tage komplett bewölkt und Regen. Oh ja, hier hatten wir wohl ein ganz schönes Loch. Ja. Da war wenig Hai. Tja. Aber wir kommen ja immer noch hin. Also. Ja. Bis auf einmal, wo wir unsere Quarantäne im Camper hatten. Da waren wir bei 60% und da haben wir eigentlich nur um den Generator an Start. Ja, muss man ausprobieren. Ne?
den mal wieder gestartet und dann gleichzeitig das Auto laufen lassen und dann lädt das Ding halt mit knapp 80 Ampere. Also dann, das machst du eine Stunde lang, dann bist du wieder mehr als voll. Aber verbraucht halt Diesel und stinkt und ist laut. Ne? Kannst halt nur machen, wenn du hier alleine bist dann und keinen störst. Auf dem Campingplatz so, würde wohl der eine oder andere die aufs Dach steigen, wenn du einfach eine Stunde die Kiste im Leerlauf hast. Und wir sind hier jetzt auch wieder alleine. Mhm. Und bei dem Wetter bewegen wir uns hier auch nicht weg. Na. Da gucke ich hier so über die Kante und gucke nach unten. Was sehe ich da? Zwei Rentiere. Wie geil ist das denn? Oh, wie ich das Wetter hier heute feiere. Das ist so mega. Wir gucken uns jetzt noch mal ein bisschen Mehammen an. Rennen mal ein bisschen durch den Ort. Hinter dir sieht es norwegisch aus. Naja. Na. Geht nicht als italienisches Straßencafé. Geht nicht als italienisches Straßencafé durch. Da oben sehe ich ein rotes norwegisches Haus. Aber wir sitzen mal im Ort in einem Café und trinken Kaffee und essen unser Teilchen mal hier, draußen in der Sonne. Das hatten wir auch noch nicht. Ich glaube noch gar nicht, diesen Urlaub. Also die Fans unserer Videos können ja mal schreiben, doch, hier im Video so und so sitzt ihr auch draußen und trinkt Kaffee, aber wir können uns nicht erinnern. Wenn ist das so lange her. Ja, ich glaube, das ist wirklich das erste Mal, dass wir hier in der Sonne sitzen können und unser Käffchen schlürfen. Ein kleiner Rundhauber. Ah, aber knuffig sehen die aus. Wir wissen ja alle, dass der Weihnachtsmann am Nordpol wohnt und deswegen hat er natürlich auch hier sein Haus, das nördlichste Weihnachtsmuseum der Welt. Gehen wir mal gucken. Also wir haben gerade mal geguckt, die haben 26.000 Items und dafür ist uns das Wetter einfach zu schön, weil da brauchen wir bestimmt eine Stunde, bis wir da durch sind, Weihnachtsmänner gucken. Also wir gehen mal wieder heim. What could have been a friendly smile has turned into a frown. Das ist das Bild. Finde den Floh. Ich helfe euch mal. On and on. Hallo Pferdchen. I'm moving on. Na? Susi trägt Mini gerade mal da drüben zu der kleinen Grillhütte. Also man sieht das kaum von hier. Da ist sie. Da gehen die beiden jetzt hin. Weil das ist ein bisschen entspannter für uns. Heute Morgen war die Nudel nämlich der Meinung, sie müsste mal die Steilklippe runterwandern. Und das ist natürlich gar nicht lustig auf diesem ganzen Schieferbruch hier. Wenn sie da abrutscht, fällt sie einfach gleich ins Meer. Ein paar Meter tief. Und das ist nicht witzig. Also der Stellplatz ist ja ganz schön, aber es ist ein Drama. Wirklich. Gestern hatten wir holländische Familie mit dem Tesla und zwei kleinen Kindern, zwei kleine Mädchen, die eigentlich ganz niedlich waren. Nur, dass die Kleine die Große immer gehauen hat, damit sie Schokolade von den Eltern reingedrückt kriegt und dann geplärrt hat, andauernd. Das war ein bisschen innervierend. Jetzt kam gerade einer, geiler Typ aus Bayreuth.
und hat erstmal sein Beziehungsdrama hier auf dem Berg mit Freisprecheinrichtung geklärt. Also wir konnten jetzt 40 Minuten dem Beziehungsdrama lauschen. Ist Hammer. Also hier wird es nicht langweilig. Du denkst, du sitzt hier auf dem Berg, guckst auf die Barentssee und langweilst dir ein, trinkst einen Kaffee. Nee, hier passiert immer was. Das ist echt spannend. Ich konnte da nicht so ganz schnell hinlaufen, aber lief noch so ein Maulwurf-Ding über den Weg. Sowas haben wir auch noch nicht gesehen. Susi hat sowas am Leuchtturm gesehen, ich aber noch nicht. Sah aus wie eine Wurst, die durch die Gegend läuft. Das ist schon... Ey, mach ich so einen Lärm. Ist echt spannend. Also mal sehen, was als nächstes kommt. Da hinten auf der kleinen Möweninsel wurde gerade das Startsignal gegeben. Jetzt geht's gleich wieder rund hier. Jetzt fliegen die alle in Ort. Heute arbeiten wir auf allen Ebenen. Oben brät das Gemüse, unten die Hähnchenschenkel im Ofen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Susi hat so ein rundum glücklich Mehl gekauft. Da ist alles drin. Also das Gemüse, das ist so Zwiebeln, Paprika, das brate ich gerade scharf an. Und dann sind da noch zwei Hähnchenbeine drin. Die muss man dann so ein bisschen abrupfen. Die Soßen sind dabei. Avocado und so eine Tex-Mex-Soße, Salsa. Mittag vor zwei. Gucken wir mal, 10 Euro. Und 8 solche Tex-Mex-Wraps. Ich bin gespannt. Ja, wie ich mir das gedacht habe, ne? Mittag für zwei. Wenn das auf der Packung steht, dann. Ich glaube, danach mache ich den Grill an. Das ist ja. Davon wird ja keiner satt von dem bisschen Gemüse. Selbst wenn ich das in so ein Mickey-Maus-Wrap einwickel. Und dann sind da zwei Hähnchenbeine dabei. Mini-Wraps, genannt Fajitas. Wenn du viel Zeit und Langeweile hast, dann bastelst du dir so einen Fingerfood-Hubs. So, mein Fazit. Lecker, aber viel zu wenig. Also musst du 3 Packungen kaufen, damit du mit 2 Leuten, also wenn du unseren Konsum hast, davon satt wirst. Ansonsten nur zu empfehlen für alleinreisende Damen mit 40 Kilo. Die haben da wahrscheinlich dran zu schnaufen. 2 Tage zu essen. Ich mache jetzt den Grill an. Der Nebel des Grauens zieht über Mehammen herein. Das ist immer krass. Und das ist kein Timelapse. Wisst ihr noch, vor einer Stunde, blauer Himmel, Berge, blaue Barentssee. Wollt ihr mal gucken, wie es jetzt aussieht? Plötzlich ist Herbst. Nichts mehr zu sehen. Die Wolken sind gekommen, leider sehr tief. Hat uns voll eingehüllt hier. Nichts mehr mit draußen sitzen. Ist nämlich auch ganz schön nass, die Wolke. Well, my destination. If you're looking to begin, then look no further than within. I'm satisfied with what I've got and still eager for more. The change that you've been looking for.